10 lange Wochen streiken sie nun schon und die Erschöpfung ist ihnen anzusehen. 90 Lkw-Fahrer aus Georgien, Usbekistan und anderen osteuropäischen Ländern, die auf ihren Lohn warten. Einen solchen Streik hatte es schon im April an der Tank- und Rastanlage in Gräfenhausen an der A5 gegeben. 3 Wochen lang. Dann endlich zahlte die polnische Firmengruppe Masur die ausstehenden Löhne und die Fahrer wurden entlassen. Nun aber sind es fast doppelt so viele Fahrer und noch mehr Lastwagen. Sie stehen inzwischen nicht nur an beiden Seiten der Tank- und Rastanlage, sondern auch noch auf weiteren Parkplätzen. Wieder sind es die gleichen polnischen Speditionen, die wegen Sozialdumpings und ausstehender Lohnzahlungen für Schlagzeilen sorgen. Es geht um die polnischen Speditionen Akmatz, Lukmatz und Imperial. Sie gehören zu einer Speditionsgruppe mit einem Geschäftsführer. Internationale Gewerkschaftler wie Edwin Atema aus den Niederlanden kümmern sich bereits seit Monaten um die verzweifelten Fahrer. Einige von ihnen haben bereits mit einem Hungerstreik gedroht. Ja, genau, das zeigt dann, wie bekloppt so eine Situation ist. Dass Fahrer hier sozial-ökonomisch in Gefängnis sind, eigentlich ohne weg zu können. Hè? Wenn du nog 10.000 euro brauchst van so einem Bandit, hast du denn eine Option, um nach Hause zu gehen? Die Option existiert nicht. Hè? Das ist ein psychologischer Druck, aber einfach auch ein Gefängnis hier. Und über die medische Situation, es sind schon 6 Fahrer mit Notarzt hier nach Krankenhaus gegangen. Und nicht, weil ihnen Füßen schwitzen, aber wirklich ernstige Sachen. Es sind Fahrer, die sind 3, 4, 5 Tage im Krankenhaus gewesen. Diese Bilder waren im April um die Welt gegangen. Ein polnischer Security-Dienst hatte im Auftrag der Spediteure versucht, die streikenden Lkw-Fahrer einzuschüchtern und dabei sogar einen Panzerwagen eingesetzt. Diese Aufnahmen stellte die Sicherheitsfirma sogar noch selbst ins Netz. Nur ein schnelles Eingreifen der deutschen Polizei verhinderte damals Schlimmeres. Auch bei ihrem erneuten Streik haben die Lkw-Fahrer Angst vor solchen Einschüchterungsversuchen. Grundsätzlich lässt das monatelange Fehlen von Zahlungen und die Ablehnung jeder sozialen Verantwortung aber auch Rückschlüsse auf die an diesen Praktiken beteiligten Firmen zu. Ah, ja, das sind auf Papier Speditionen, aber in Wirklichkeit sind das einfach Banditen. Wir haben in Europa ganz klare Industriegesetze. So, wenn man eine Firma hat, was nur gegründet ist, um Gesetze zu verbrechen, ja, bist du eigentlich kein Transportfirma, bist du ein Bandit. Diesmal zieht sich der Streik deutlich länger hin. Der polnische Großspediteur, der übrigens Waren für namhafte deutsche Firmen transportiert, zeigt keinerlei Zahlungsbereitschaft. Insider halten es deshalb für möglich, dass das Unternehmen mit weit mehr als 1000 Lkw als Folge der permanenten Negativschlagzeilen inzwischen selbst wirtschaftlich stark angeschlagen ist und am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht. Na, erstes Mal hatte diese Firma klar das Geld und haben Generalunternehmer so viel Druck gemacht, dass er bezahlt hat. Aber jetzt, seit erstem Streik, sind viele Kunden weggelaufen, hat die Firma überall Ärger. So, jetzt fehlt es auch an Kohle, denken wir. Er hat sein Lamborghini gekauft. Daarom is het ook zo goed dat enige speditionen reinsteigen die zeggen, we betalen niet aan Masur, we betalen sofort aan die fahrer. Zo zal het zijn. Einziges Druckmittel im Kampf um die ausstehenden Lohnzahlungen sind die Ladungen einiger Lkw, auf die die Kunden dringend warten. In einem Fall zahlte der Kunde 20.000 Euro direkt an die osteuropäischen Fahrer und erhielt seine Ware. Bei rund 500.000 Euro an offenen Löhnen wirkt diese Summe allerdings eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Auffällig ist auch, dass sich deutsche Lkw-Fahrer nur wenig für den Streik in Gräfenhausen interessieren, ebenso wie Gewerkschaften für sie kaum ein Thema sind. Ganz anders denkt der Lkw-Fahrer Udo Skopek aus Solingen. Er ist nicht nur seit Jahrzehnten aktives Gewerkschaftsmitglied, sondern war bereits mehrfach in Gräfenhausen, um den betroffenen Lkw-Fahrern mit Spenden zu helfen. Udo hatte schon den ersten Kampf der osteuropäischen Lkw-Fahrer in Gräfenhausen verfolgt und hatte so etwas wie eine Vorahnung. Da war ich sehr, sehr froh, dass das ein gutes Ende gefunden hat. Und nachdem dann bekannt wurde, von diesem Unternehmen gibt es vielleicht ca. 1000 LKWs, war mir eigentlich sofort klar, wenn da 1000 Fahrzeuge sind, dann sind das auch weit über 1000 Fahrer.
Und es können nicht nur 60 sein, die dieser Unternehmer um ihren Lohn betrogen hat. Da müsste noch mehr kommen. Auffällig ist auch die Gewerkschaftsmüdigkeit deutscher Lkw-Fahrer. Ist sie eine Folge zunehmender Vereinsamung in der Kabine? Fast zwangsläufig verbunden ist damit auch die Frage, warum sich hierzulande, zumindest gefühlt, so wenige Berufskollegen für das traurige Schicksal der Fahrer in Gräfenhausen interessieren. In der Vergangenheit begründet. Da gab es halt auch einen großen Streik, der wurde letztendlich verloren. Die ÖTV hat viel Strafe zahlen müssen und musste dann letztendlich den Geschäftsbetrieb einstellen. Das hat bei den Fahrern Spuren hinterlassen. Die fühlten sich auch deswegen nicht vertreten, weil die damals eben für Busfahrer, für Zugfahrer und so weiter Straßenbahn eingetreten sind, nicht aber für Lkw-Fahrer. Und diese Meinung, man wird nicht von denen vertreten, hat sich bis heute in den Köpfen so manifestiert. Das scheint auch immer wieder an die jüngeren Generationen nachgereicht worden zu sein, sodass man dieses Vorurteil, die tun nichts für uns oder sie tun einfach gar nichts, bis heute einfach vorhanden ist. Das macht es so fürchterlich schwierig, Fahrer davon zu überzeugen, in die Gewerkschaft einzutreten und Solidarität nicht nur zu fordern, sondern eben auch selbst solidarisch zu sein. Und auch wenn die in Gräfenhausen streikenden Lkw-Fahrer aus verschiedenen osteuropäischen Staaten keine Gewerkschaftsmitglieder sind, so sieht Udo Skopek in der Verhandlungsführung einen echten Solidaritätsbeweis. Denn wer außerhalb der Gewerkschaft interessiert oder engagiert sich sonst für das Schicksal der betroffenen Lkw-Fahrer und hilft ihnen, an ihr Geld zu gelangen. Ungeachtet dessen gibt es natürlich auch den Faktor Ausbeutung. Die polnischen Lkw sind mit Lkw-Fahrern außerhalb der EU für deutsche Firmen unterwegs und untergraben die einschlägigen Sozialvorschriften in verschiedener Hinsicht. Gleichzeitig werden sie damit zu einer Konkurrenz für das gesamte Speditionsgewerbe. Udo Skopek meint, gesetzlich ist eigentlich alles klar geregelt, nur fehlt es an der Kontrolle. Nach meiner Meinung müssen dringend, wirklich sehr dringend, die bestehenden Gesetze durchgesetzt werden. Eine vernünftige Durchsetzung funktioniert nur mit einer vernünftigen, flächendeckenden Kontrolle. Da muss es einfach in ganz Europa eine Regel geben und diese eine Regel muss letztendlich von allen Länderbehörden durchgesetzt werden. Das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, um eben den Menschen faire Arbeitsbedingungen und letztendlich auch den Unternehmern faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die Zustände in Gräfenhausen zeigen jetzt schon zum zweiten Mal, dass es so mit den Dumping-Speditionen nicht weitergehen kann, weil eine Verelendung die Folge ist. Es ist allerhöchste Zeit, die bestehenden Gesetze im Sinne aller europäischen Lkw-Fahrer durchzusetzen, damit Gräfenhausen schon morgen nicht irgendwo anders wieder stattfindet.